bei uns heute Christoph Schwarz und Jürgen Gleis. Danke fürs Kommen. Letztes Wochenende Ironman 70.3 St. Pölten. 2500 Teilnehmer, Monate vor der Veranstaltung ausverkauft. Ein großes Event im 13. Bestandsjahr. Rückblickend, wie waren die 13 Jahre? Ja, mit so einem Abschluss natürlich großartig. Ja. Wir haben begonnen mit 500 Startern 2007 und konnten diese 70.3-Serie mitentwickeln eigentlich in diesen 13 Jahren und mittlerweile in Europa eine Riesensache und wir waren sehr zufrieden. Ja. Jürgen, die Strecke in St. Pölten ist eine sehr besondere. Schwimmen in zwei Seen, Radfahren auf der gesperrten Autobahn, nachher durch die Wachau durch. Als Renndirektor, wie viel Herausforderung ist es immer wieder, die freiwilligen Helfer, aber auch die Behörden zu überzeugen, dass die Radstrecke genau das Richtige ist für die Athleten? Ja, ich glaube, das Wichtigste war im ersten Jahr, weil wir haben damals eigentlich schon ein bisschen ein größeres Ziel gehabt, weil wir ganz am Anfang gedacht haben, machen wir 45 Kilometer Strecke für 500 Teilnehmer, ist das viel attraktiver, überhaupt mit Rückblick auf Klagenfurt, was wir vor ganz früher drei Runden gehabt haben. Wir haben eigentlich gleich mal die große Idee gehabt, wir wollen wachsen und das kann nur mit 90 Kilometer sein und das war irgendwie dann relativ einfache Entscheidung, die wir haben müssen wir als Niederösterreicher herzeigen, als Weltkulturerbe. Ja, und ich glaube, die ersten Jahre waren härter, ist jetzt dann natürlich, wir haben ein richtiges Zeitfenster gefunden. Das heißt also, gerade wenn man sich die Leute, die in der Wachau wohnen, die haben halt über einen relativ langen Zeitraum keine Möglichkeit wegzukommen. Und mit denen haben wir die ersten Jahre halt einfach geschaut, wo gehen wir hin, wie stören wir die Bevölkerung am wenigsten, wo macht es ihnen auch Spaß, am Bewerb teilzunehmen und ein bisschen zu partizipieren. Und für mich ist es immer ausschlaggebend, wir fahren ja eigentlich immer einige Monate voraus durch die Strecke durch, treffen uns mit den Feuerwehren und mit den Freiwilligen, die uns dann auf der Strecke helfen und die freuen sich immer aufs Event. Also es ist eigentlich auch eine gute Gemeinschaft dort entstanden und wir profitieren natürlich auch von der Gemeinschaft der Feuerwehren und von ihrer Professionalität, wie man sowas abwickeln kann. 13 Jahre jetzt Ironman 70.3 St. Pölten und wenige Tage nach der großartigen Veranstaltung kam auf einmal die Meldung von Ironman, es gibt keinen Ironman 70.3 St. Pölten mehr. Wie kam es dazu? Ja, das ist natürlich, sowohl Ironman als auch wir haben gewusst, dass unser Vertrag ausläuft und wir sind seit Oktober letzten Jahres eigentlich in Kontakt gewesen in dieser Angelegenheit und haben geschaut, wie kann es weitergehen, finden wir eine Möglichkeit, weiter zusammenzuarbeiten und es hat sich dann gezeigt, dass die Interessen einfach etwas unterschiedlich waren, etwas ist gut, wir waren dann eher weiter auseinander. Und wir haben uns dann einfach gemeinsam entschlossen dazu, dass wir gesagt haben, okay, es hat keinen Sinn mehr so und wir müssen schauen, dass wir irgendeinen neuen Weg, eine neue Herausforderung finden. Und ihr habt das bei der Challenge Family gefunden, also ab dem nächsten Jahr nicht mehr Ironman 70.3 St. Pölten, sondern Challenge St. Pölten Triathlon. Genau, Challenge St. Pölten. Wir haben ja unsere Wurzeln in der Challenge. Wir haben 2003 begonnen mit der Triathlon Challenge St. Pölten. Da haben wir unsere ersten Sporen verdient im Triathlon-Sport und sind dann 2007 zu Ironman geworden. Und jetzt 2020 wird es wieder ein Challenge-Rennen geben in St. Pölten. Und die Athleten, wir wissen genau, was wir dort bieten können. Die Athleten wissen, was sie dort erwartet. Und wir werden an der Qualität sicherlich versuchen, weiter die Schrauben anzuziehen und noch besser zu werden und sehen da dem Ganzen sehr positiv entgegen. Irgendwie Streckenführung, ändert sich da etwas für die Athleten oder wird im Großen und Ganzen gleich bleiben? Nein, eigentlich, das Ziel von uns ist, die Strecke so gut als möglich beizubehalten. Da haben wir von der Challenge-Family schon das Go bekommen, weil wir vielleicht ein bisschen von den Distanzen her variieren. Das heißt, wir werden wieder die Autobahn anbieten, wir werden wieder das Kulturerbe anbieten und natürlich, was wir in den letzten Jahren entwickelt haben, ist wieder durch die Innenstadt zu laufen. Da wird sich möglicherweise wieder die Strecke ein bisschen ändern, das haben wir aber die letzten 3-4 Jahre schon gehabt. Das liegt aber eher daran, dass sich die Stadt Gott sei Dank weiterentwickelt und dementsprechend, ich sage jetzt für uns natürlich auch modernisiert und dementsprechend auch die Belege neu macht. Wie hat Ironman darauf aufgenommen, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt unter einem anderen Label weiter? Ja, natürlich ist eine Trennung ist nicht positiv, das ist ganz klar. Also da würde man jetzt irgendwas vorspielen, was nicht ist. Aber ich denke, Ironman geht einen sehr professionellen Weg und da wird es weitergehen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir unter dem Label Challenge St. Pölten auch uns weiterentwickeln werden. Und ich glaube, es ist Platz für alle. Dann wünsche ich mir viel Spaß nächstes Jahr. Wir sind sicher dabei und ich glaube auch zahlreiche Athleten wahrscheinlich wieder an die 2000. Das hoffen wir natürlich. Ja, wir haben super Feedback bekommen, wie wir es dann verlautbart haben.
nicht nur die Athleten, die sich auch jetzt schon zahlreich Gott sei Dank angemeldet haben, aber auch unsere Partner und Sponsoren und dann auch die Helfer. Das war ganz wichtig. Wir haben total viele E-Mails bekommen von den Helfern, die gesagt haben, egal ob Ironman oder Challenge, wir machen es für euch, wir machen es für die Triathleten, die nach St. Pölten kommen und wir sind wieder dabei. Und das war eigentlich für uns das größte Lob, das wir bekommen haben können. Und ich glaube, eine Änderung gibt es schon. Die Startgebühr jetzt am Anfang ist um einiges niedriger wie im letzten Jahr. Ja, ich glaube, einerseits muss man natürlich ein bisschen Zucker geben. Das, was ich gemerkt habe, doch mit einigen Athleten jetzt aus dem größeren Umfeld gesprochen und die meiste Frage ist, sind ja doch einige schon ein bisschen ältere Herren dabei, die dann gesagt haben, macht jetzt wieder nur Sprintdistanz und dadurch, glaube ich, ist es für uns jetzt mal auch entscheidend, auch in unserem Umfeld in St. Pölten, so wie wir die Marke Ironman aufgebaut haben, auch wieder Challenge aufzubauen, damit die Leute mit dem Begriff was anzufangen und quasi auch den Konnex mit Rot herstellen können. Jürgen, Christoph, vielen Dank.